Gelegentlich ist er noch für die alten Herren in Leipzig-Mölkau am Ball. Eine Frohnatur, was auch kommt im Leben, Uwe Fell. Die ersten Schritte tun immer weh, aber dann geht's langsam. 1983. Fell ging in der DDR-Oberliga für die BSG Chemie Leipzig auf Torejagd. Ich hatte dann wirklich ein richtig gutes Oberliga-Jahr. Mich haben viele, oder mich wollten sehr viele Clubs damals haben. Allen voran der erste FC Lok, damals der Schwerpunktclub im Bezirk Leipzig. Der Peter Giesner und der Horst Scherbaum, die kamen dann nach Leutsch und hatten mir meinen Reisepass schon hingelegt und gesagt, so, wir fahren dann ins Trainingslager nach Schweden und du kommst dann wieder rüber zu uns. Und ich habe dann eigentlich nur gesagt, ich mache das nicht so. So. Wir haben dann versucht, im Fußballverband nachzuhaken, indem wir gesagt haben, wir würden gerne, dass er bei uns spielt. Ich habe mich dann damals für Stahl Brandenburg entschieden. Ja, und das war halt höchstwahrscheinlich unter dem Regime eine falsche Entscheidung. Ich war eigentlich lebenslänglich gesperrt. Weil er nicht, und das war jetzt das Politikum, weil er nicht eingesehen hat, dass er als Auswahlspieler vielleicht mal oder als Vertreter des DDR-Fußballs, des damaligen DDR-Fußballs, in einer Schwerpunktmannschaft oder Sportclubmannschaft spielen wollte. Fell im besten Fußballalter durfte nur noch in der Bezirksliga Brandenburg ran. Das war schon eine harte Zeit, auch für meine Familie. Mit dem einstigen Lok-Clubchef Peter Giesner, der im September 2003 verstarb, ist Fell trotz der damaligen Sperre im Reinen. Ich war dann auch nicht mehr nachtragend. Es war dann eine andere Zeit. Und deswegen möchte ich da auch nicht irgendwo bösartig nachkarten. Ich habe trotzdem vor dem Peter Giesner damals wirklich einen großen Respekt gehabt, was der so alles für seinen Verein geleistet hat. Also muss man auch sagen, Hut ab. Heute ist Uwe Fell Trainer bei Grün-Weiß Piesteritz. Morgen feiert der große Blonde seinen 50. Geburtstag. Alles Gute.